Schönen guten Morgen zusammen zum Webinar Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Natürlich mit Dirk Hilger. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier heute Morgen kurz vor der Eröffnung begrüßen. Ich bin gespannt, was der Markt macht zur Eröffnung und natürlich auch, was der Dirk daraus macht, so wie jedes Mal. Aber da sind Sie ja wahrscheinlich genauso gespannt wie ich. Von daher will ich nicht lang drum rumreden, sondern einmal direkt zum Risikohinweis springen. Denn Sie kennen es alle, die Webinare dienen natürlich immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des Gleichgezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Ganz gleich, was der Dirk handelt, kauft, verkauft, vollkommen egal. Ja, am Ende müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, vorweg zu sagen. So, dann würde ich sagen, Dirk, ich übergebe dir das Zepter. Dann darfst du loslegen. Wenn was sein sollte, ich bin ja da, ne? Wie immer, Händchen halten und so, kennen wir ja. Das Zepter. Ja, jetzt darfst du Das zaubern. Zepter. Ja, Zepter klingt gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob ich damit. Aber Zepter klingt so, als hätte ich ja was zu sagen. Habe ich natürlich nicht. Ich bin ja nur hier der Bauernopfer vom königlichen Marktkrieg oder wie auch immer. Wenn man es mal realistisch betrachtet, ist es ja tatsächlich nicht mehr. So, jetzt hoffe ich mal, dass die Kamera hier dann auch einspringt. Und dann sage ich an der Stelle mal Hallo, Moin und herzlich willkommen hier zum Kaffeetrinken mit meiner Wenigkeit, dem DAX und dem DAO und natürlich dem Florian. Und ja, hier kommen schon die passenden Kommentare. Ne? Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin das Bauernopfer. Ich bin bestimmt nicht der das Zepter in der Hand hält. Auf das Webinar bezogen vielleicht, ja, aber auf den Markt bezogen. Bestimmt nicht. So, also nochmal herzlich willkommen hier heute zum möglicherweise Live-Trading. Also mit der Vola bin ich, da bin ich nicht so sicher, ob das halt wirklich ausreichend werden wird, um da was rauszuziehen. Aber mal sehen, was das wird. Ich habe auch vorher noch geguckt, heute kein Nutella um die Schnute drumherum, so wie beim letzten Mal. Da habe ich halt irgendwie Nutella im Gesicht gehabt. Und ich hoffe, das geht heute anders. Das letzte Mal lief, glaube ich, ziemlich gut, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja gerade mal 2 Wochen her, aber ich mache ja durchaus mehrere Webinare. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, recht ordentlich. Und heute mal zu sehen, was wird. Wie immer freue ich mich, wenn ihr was in die Kommentare schreibt und ich nicht hier alleine die ganze Zeit vor mich hin brubbele. Und wenn ein bisschen Feedback kommt und sei es zu irgendwie einem Trade, zu dem Markt oder halt irgendwie auch eine Frage zu eurer Position. Nur eins ist halt wirklich wichtig, auch wenn es ja in den Webinaren irgendwie fast immer aufgeht oder die meiste Zeit oder zumindest im Durchschnitt natürlich da sowieso bitte nicht irgendwie von meiner Seite verleiten lassen, ja, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Man kann die natürlich gerne mit einbeziehen, aber bitte nicht einfach nachmachen. Das ist mir persönlich auch wichtig, weil ich nie weiß, ob ich den Trade auch im Webinar dann auch beenden kann. Ne? Das hängt ja immer so ein bisschen davon ab. Das ist ja natürlich beim Webinar immer so das in Anführungszeichen Gemeine für denjenigen, also den Referenten, derjenige, der das dann halt eben auch handeln muss, weil man halt eben nur so ein ganz striktes Zeitfenster hat. Und in dem Zeitfenster ist man dann halt so ein bisschen als Referent dann unter Stress, dass es dann in dem Zeitfenster dann eben auch aufgeht. Und das ist gar nicht so einfach. Ne? Also beziehungsweise das ist eigentlich die größte Herausforderung, nicht irgendwie zu erkennen, was der Markt machen könnte. Das funktioniert ja irgendwie fast immer, ja. Aber dann eher halt dann auch das zeitlich so zu erwischen, dass man dann nicht auf der falschen Seite ist und dann auch auf der richtigen und auch nicht nur auf der richtigen Seite, sondern auch das richtige Timing erwischt, dass das Ganze aufgeht. Und das spielt natürlich alles so ein bisschen mit rein, den Risikohinweis. Ne? Ich weiß, den hat ja letzten Endes, macht ja jeder Veranstalter an jeder Ecke, wenn es um das Thema Trading geht. Aber das ist halt einfach auch von meiner Seite so der Hintergrund, warum ich das immer wieder erwähne. Für mich ist das nämlich ganz klar nicht eine Floskel, sondern wirklich halt, was essentiell wichtig ist, weil genau das halt eben immer die Herausforderung ist bei jedem Webinar. So, dann gehe ich mal rüber auf den Markt. Wie immer erstmal im Daily die ganze Geschichte, sowohl für den DAX als auch den DAO. Ich bin nur gleich mal gespannt, ob ich das hier von der Temperatur irgendwie durchstehe, ob ich nicht ins Schwitzen komme.
Ventilator anmachen muss, der dann halt irgendwie fürchterlich laut ist, oder das ist ja die Balkontür hier, weil es ist irgendwie schon ganz schön warm und ich klebe jetzt schon irgendwie am Stuhl hier fest. Und von daher bin ich da so ein bisschen gespannt, wie das gleich noch wird. Also linke Seite DAO, rechte Seite, linke Seite DAX, rechte Seite DAO, sorry. Im Daily das Ganze. So, im DAX fehlt, da habe ich die ganze Zeit hier oben so die 13, 8, 9, 6 im Auge, weil die mir so ein bisschen fehlt als Maximum quasi im DAX. Und die kommt daher, das hatte ich ja, glaube ich, letztens mal auch schon gezeigt. Und deswegen finde ich das irgendwie ganz spannend, dass er da auch irgendwie nicht ablassen will davon. Und da halt irgendwie es immer noch so aussieht, als wäre es oben nicht fertig. Weil man darf ja eins nicht vergessen, der Markt ist korrektiv, ja. Also wenn man das mal halt ein bisschen größer betrachtet, und dann sieht man ja einfach hier bei diesem, mal gucken, ob das Ding hier funktioniert. Das sollte aber, ja, so, mal kurz die Pfeile hier wegmachen, die braucht ja keiner. Was man nämlich halt immer noch sieht, und das darf man halt nicht vergessen, ist, wir haben eigentlich einen Abwärtstrend immer noch im DAX. Hier dieses Tief natürlich, ne, wovon dann halt eben, der dann halt da hochgelaufen ist, wurde ja halt hier doch ziemlich deutlich dann eben gebrochen. Ne? So, hier runter dann irgendwie bis auf 12.410. Und von da geht es dann halt jetzt nochmal hoch in Richtung von diesem High. Ne? So, das heißt aber nicht, dass wir da oben hinlaufen, weil wir sind nicht im Long-Trend, wir sind eigentlich übergeordnet betrachtet immer noch im Short-Trend. Und zwar korrektiv. Und was ich halt so spannend finde, ist halt eben, ich hatte halt, das, da gibt es ja auch einige Webinare zu, hier mit von FX Flat, wo wir das ja, wo ich das ja auch hatte, wo ich gesagt habe, der Markt kommt runter von der 13.329. Ja, also das ist der hier, 13.329. Als wir da waren, habe ich gesagt, ab da geht es halt direkt zur 12.410. Und genau dort sind wir hingelaufen. Und das sind halt eben diese orangen Levels, sind halt aus, immer noch aus der Betrachtung von 2016, aus dem ersten Brexit-Referendum, lustigerweise. Und das hat er gemacht. Also dazwischen gab es halt nur ein bisschen hier Gerausche, aber halt recht zielstrebig dann doch auf die 410. Und von dort aus dann halt eben wieder zurück auf die 13.329. So, und zieht man da jetzt mal Fibos, also die ergeben sich auch aus Fibos, diese beiden Levels hier, zieht man jetzt einfach mal Fibos von 12.410 auf 13.329 und dann landet man eben mit der 61,8 genau bei der 13.896. Und von daher bin ich dann mal gespannt, ob wir die nicht noch kriegen und vor allen Dingen, was dann dort passiert, weil da kann ich mir dann vorstellen, zumal wir hier halt auch hier in diese alten Supports hier genau von unten reinlaufen. Und da könnte ich mir halt wirklich vorstellen, dass wir dort jetzt, also heute dann ein kleines Hoch machen, also bis irgendwie dann 13.900. Und ab dort eins, dass es dann da erstmal eins auf den Deckel gibt, ja. Und wir dann wieder rückwärts laufen. Das ist aber erstmal nur eine Vermutung, man muss es halt genau sehen. Aber ich sehe halt immer wieder seit Jahren, ja, wie genau das halt eben dann auch in diesem Raster läuft. Und wenn man das einfach nur mal erweitert, hier ganz simpel, dann kommt man eben auf den Bereich. Und von daher bin ich da wirklich gespannt, ob das denn nicht so sein wird, dass wir jetzt einfach um 9 Uhr erstmal hochlaufen und dann von oben dann halt wieder runter. Was auch so ein bisschen dafür spricht, ich hoffe, man kann das erkennen, beziehungsweise, dass hier alles groß genug ist. Also, es hat alles Daily. Ne? Daily heißt halt immer, hat er dort eben noch Zeit. Bis heute Abend. Grundsätzlich, wenn ich sowas sehe, so eine Kerze, ja, die hat eigentlich immer, oder immer gibt es ja nicht, ne? Aber fast immer hat die halt ein tieferes Tief zur Folge. Also, nach einem Anstieg dann halt irgendwie so ein Teil, ja, geht maximal irgendwie auch. Üblicherweise, also von alledem mit Fibo und so weiter mal abgesehen, üblicherweise, der kann dann zwar hier oben ein bisschen rumstänkern, aber üblicherweise macht die ein tieferes Tief. Das heißt, da werden wir halt nochmal unter der 13.736 von gestern, das ist hier ein Gap, was wir halt hier sehen, ne? Das ist ja hier auch eingezeichnet und wo er gestern einmal nur von oben drauf aufgesetzt hat und sich jetzt versucht, da drüber zu halten. Und das wäre dann tatsächlich dann halt eben auch die Folge davon. Ob das jetzt wirklich so ist, ja, heute Abend werden wir das halt, das Ganze natürlich sehen. Klar, nachher ist ja immer jeder schlauer und kann es erklären. Und meine Aufgabe besteht ja quasi nur darin, jetzt halt zu sehen, macht der Markt das? Und wenn ja, komme ich da halt irgendwie in diese ganze Geschichte rein. Ja? Das heißt also für mich wirklich hier rein vom Daily ausgehen, kleines höheres Hoch, ein tieferes Tief. Ja? Oder halt natürlich, er muss kein höheres Hoch machen, das ist ja auch nur eine Vermutung, aber irgendwie darunter tatsächlich, ja. Das wäre halt bis heute Abend eben für meine Begriffe drin. Aber trotzdem, ne, es gibt kein Immer
Von daher muss man dann halt einfach genau gucken, was passiert. Aber in der Stunde hätte ich da gar keine Schmerzen damit, so ein Ding dann halt zu shorten und dann erstmal bis dahin zu laufen, dann halt eben rauszugehen. So, der DAU auf der anderen Seite, beziehungsweise vielleicht machen wir den gleich. Vielleicht gucke ich erstmal, dass wir darüber kommen, in den Handelschart. Und ich drücke mal hier ganz kurz auf Pause, damit ich hier gerade mal umschalten kann. Und dann gucken wir das Ganze gleich mal dann eben auch in dem Handelschart an, beziehungsweise in den kleineren Timeframes. Eine Sekunde, bitte. Muss nur gucken, dass hier alles richtig eingestellt ist. Ich habe hier vorhin so ein bisschen gekämpft mit der Technik und bin ein bisschen später an. Aber das sieht erstmal soweit gut aus. So. Da gucke ich jetzt doch mal. So, also hier halt eben auch hier oben wie immer der M5, ein bisschen klein geraten hier, der M5, M15, Stunde und dann der Daily hier unten, ja, für den DAU an der Stelle. So, da gucke ich mal noch schnell, ob der DAX auch passt. Nochmal ganz kurz. So, das sieht aber eigentlich auch soweit okay aus. Und einen Moment ganz kurz noch. Bin sofort dann auch da. So, ich muss nur mal gucken, ob ich hier alles irgendwie drauf habe. Deswegen mache ich da immer kurz Pause und damit da nichts irgendwo aufpoppt, was der Florian dann auch nicht so gut findet. Deswegen muss ich hier mal kurz auf Pause drücken. Sorry. Ja, gut. So, also hier sind wir, ne? Also hier auch das gleiche in Grün, hier oben der DAX M5, M15, ich muss mal ein bisschen, ich raff das hier mal ein bisschen, die Stunde halt hier mit dem Live-Chart, ne? Das sind die Levels, die wir eben gesehen haben, hier dann halt in Echtzeit drin und hier genauso mit dem Daily. So, und jetzt ist halt wie gesagt, kriegen wir zuerst ein neues Hoch, laufen wir sofort runter oder laufen wir sofort hoch? Das ist jetzt so ein bisschen nicht ganz so einfach, ja. Und egal was kommt, ich würde versuchen, hier möglichst schnell reinzukommen in den Markt. Ja, und irgendwie, wenn wir runterdrücken, gucken, weil es kann ja schon, ich meine, wenn wir heute irgendwie eine Chance haben, hier irgendwie ein bisschen Bewegung zu kriegen, dann ist es für meine Begriffe dann halt eben die Kassa-Eröffnung. Kann natürlich jetzt sein, dass es hier genau das Low war und wir jetzt ab hier erstmal rauflaufen. Also bitte nicht nachmachen, ja. Ich versuche hier wirklich die erste Bewegung jetzt gerade mitzukriegen und nicht irgendwie hier, was weiß ich, was zu veranstalten. Ja? Und auch erstmal hier mit einer überschaubaren Position. Also quasi, ich mache hier nur den ersten Impuls und der kann mir natürlich jetzt auch direkt um die Ohren fliegen, wenn er direkt nach oben läuft. Ja? Von daher bitte mal ignorieren. Ja, nur weil es, habe ich ja vorhin auch gesagt, nur weil es letzte Mal aufging, ich gebe mal ein kleines bisschen Luft hier. Nur weil das letzte Mal irgendwie aufging, heißt es das nicht, dass es heute auch so sein muss. Und ne, weil ich auch gesagt habe, er könnte eben auch genauso gut ein neues Hoch machen, bevor wir halt eben runterkippen. Wir werden irgendwie höchstwahrscheinlich, was heißt höchstwahrscheinlich, ja, nach meiner Vermutung heute irgendwie beides kriegen. Also das tippe ich mal. Aber es sind hier noch nicht mal 2 Minuten um, von daher würde ich hier jetzt auch generell überhaupt nichts über. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Pech, ne? Das ist hier genau hier unten, da halt irgendwie im Tief, da halt irgendwie blöd eingestoppt wurden. Hätte er natürlich auch mal irgendwie 3 Punkte durchlaufen können, hat er aber nicht. Wir sehen auch hier aus der Nacht, ne? Das ist halt die Value Area, die wir hier haben. Das ist halt schon ein bisschen dünn insgesamt, ne? Also die Future-Daten würde ich auch mal anmachen. So, er zieht also. Ich würde hier nichts überbewerten. Also, man kann natürlich jetzt dann auch sagen, ja gut, dann drehe ich halt, ja. Wobei Drehen im Verlust ist immer ein bisschen schwierig, ne? Von daher lasse ich das jetzt erstmal. Ich lasse den jetzt erstmal machen. Und wenn der mich jetzt oben das hoch macht, ja, also der hier war natürlich jetzt nicht gut, aber halt eben auch so ein bisschen Pech, dass es genau an der Unterseite eingestoppt wurde. Moment, muss ich mal ganz kurz was umstellen. So, mal hier das echte Volumen mit rein. Ja, hätte man hier sogar machen können. Also hier drehen
Also ich meine, wenn man es halt ganz am Anfang macht, ja, es ist schon okay, ja. Also nur, ich habe da ganz, da bin ich echt ehrlich, ich habe das auch schon irgendwie öfters mal versucht, im Verlust zu drehen. Und im Durchschnitt betrachtet, ist es halt einfach die dümmste Entscheidung, ja. So nach dem Motto, ah, unten geht nicht, ja, dann geht da oben, ah, nee, geht doch nicht, ja, dann doch unten, ja, und dann hat man so schnell so viel versenkt. Das ist halt eben wirklich, ja, also ich kann aus eigener Erfahrung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kriege das regelmäßig nicht hin. Ja. So, und jetzt warte ich hier mal kurz. Also die 896, da haben wir hier oben auch einen passenden Pivot, so wie ich das sehe. Von daher wäre das gar nicht so 899. Also das würde ich dann mal machen. Ne? Hier auch, halt oben dann direkt dagegen halten. Eigentlich finde ich es immer besser, wenn man halt, wenn man sich einstoppen lässt, ja. Und das heißt also irgendwie dann so abwartet im M1 oder so, bis man halt so ein bisschen Rücklauf hat und dort dann versucht, in den Markt reinzukommen. Weil man dann natürlich schon mal irgendwie zumindest so ein bisschen mehr auf der richtigen Seite ist. So in der ersten Bewegung, die dann in die Richtung geht, die man halt haben möchte. Und eine Limit heißt halt immer so, ja, ich stelle mich mit einem Stoppschild auf die Autobahn. Ne? Aber wir haben ja natürlich hier nichtsdestotrotz die Limit-Pullback-Funktion. Das heißt, der Markt, bevor wir gefillt werden, muss er ja erstmal, hier ist eingestellt, 4 Punkte. Das ist eigentlich ein bisschen viel für den DAX. Erstmal 4 Punkte in die Richtung laufen, die ich gerne hätte, beziehungsweise in die Order platziert ist, bevor wir überhaupt gefillt werden. Ich habe mich auf 2 Punkte mal zurückgestellt. Und das heißt, wenn wir halt, und das haben wir auch schon oft gesehen, auch in den Webinaren, wenn dann halt so ein Schuss drüber kommt und dann wird man erstmal mitgezogen und kriegt dann auch in der Regel den besseren Fill. Wie das jetzt heute hier aussieht, gute Frage. Also die Vola, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, es kann sein, dass es halt eben echt dann eben auch nicht nett wird hier in dieser Stunde, weil das ist natürlich genau das Problem. Das heißt, alles, was ich hier beschreibe, ja, jetzt erstmal, dass wir ein neues hochkriegen, das kann genauso gut eben auch um 11 Uhr kommen, um 12 oder wann auch immer. Und das ist natürlich so ein bisschen der Haken an der Sache. Und deswegen finde ich das natürlich jetzt gerade nicht so klasse, jetzt hier direkt mal ausgestoppt zu werden. Und kann man sich ja denken, ne? Aber das war halt wirklich so ein bisschen genau am Low. Da gehört natürlich auch schon Talent dazu, ne? Oder halt eben eine große Portion Glück. Ich glaube, letztes Mal um die Zeit hatten wir irgendwie schon den ersten Stapel Punkte drin. Aber heute, aber auch hier ist, ne, hier am Vortageshoch Long. Kann man machen, ja. Aber so ganz ohne Rücklauf, ne, jetzt es fängt ja jetzt schon, also ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so, ja. Dass wir jetzt hier schon irgendwie gerade in einer irgendwie 6, 7, 8 Punkte Range irgendwie hier schon gerade wieder rumdaddeln. Und ich hoffe wirklich, da kommt gleich noch ein bisschen mehr. Und weil das ist natürlich, also gerade dann halt hier im Webinar und so weiter halt echt so das Übelste, ja. Nee, aber ich meine, wie gesagt, am Vortageshoch long, klar, ne? Vor allen Dingen, wenn er hier, wie hier drüber geht, schon mal einen Punkt, aber eben auch nur einen Punkt, ja. Und normalerweise ist es kein Problem, da halt irgendwie long zu gehen. Aber man sieht ja, was er halt irgendwie macht. Nämlich nichts. Und kann man trotzdem versuchen. Und aber dann halt eben echt auch nur mit dem Rücklauf. Hier oben würde ich das nicht trauen. Auch per Stop-Order da oben drüber. Weil dazu kommen halt hier einfach so die typischen Kandidaten sind halt hier so ein bisschen zu sehr präsent. Also wir haben halt hier einmal das Value Area High. Hier an der Stelle, also bei einem Volumen, das wirklich halt ein Witz ist von letzter Nacht, ja, also das sieht man ja halt hier, es ist so unfassbar dünn, auch die Range, das ist einfach super eng, ja. Dann haben wir halt hier eben auch den R2, das ist halt im DAX ist da so, also früher zumindest mal, in letzter Zeit habe ich es nicht mehr so oft beobachtet, aber sehr, sehr oft eben eine Grenze, wenn der Markt halt sich irgendwie ein bisschen ruckartig in eine Richtung halt bewegt und der R2 grenzt das sehr oft halt dann eben auch ein und definiert dann halt ganz gut, wo jetzt dann auch erstmal Ende ist. Ne? Der kommt halt hier dazu, dann halt, wie gesagt, das Vortageshoch sowieso.
Und das ist alles so ein bisschen wenig, ne? Und hier, er zieht nicht, ne? Nochmal irgendwie 6 Punkte drüber und dann halt wieder zurück. Deswegen so ohne Rücklauf fühle ich mich da nicht wirklich wohl damit. Also entscheidend wäre für mich natürlich jetzt auch der M15, weil das immer so die erste größere, kleinere Zeiteinheit ist, wenn man so will, die halt so ein bisschen was reißen muss, beziehungsweise wo man dann halt eben auch sieht, ob dann eben auch was dahinter ist. Also beziehungsweise zumindest mal nicht, ob was dahinter ist, sondern eben auch, wo man so ein bisschen einschätzen kann, wenn man zum Beispiel jetzt Impulse sieht im M5, also immer zum Schluss oder zum Anfang der neuen 5-Minuten-Periode, als auch zum M15, dann kann man zumindest schon mal irgendwie sich so ein bisschen drauf einstellen, dass das dann halt eben die Rhythmik ist, mit der man dann halt auch arbeiten kann und wo man halt so die nächste Kerze so ein bisschen einschätzen kann, wie die aussehen könnte. Also es klingt vielleicht ein bisschen irre, aber das ist im Endeffekt das, was ich dann halt auch meistens dann halt irgendwie versuche und beziehungsweise als Indikation nehme. Ich habe ja sonst irgendwie nicht großartig was, außer irgendwie halt hier so ein bisschen SMA und halt eben das Volumenprofil. Und sonst nutze ich ja nichts. So, und letzten Endes, ich meine, wenn nachher halt eben so eine lange Kerze da im Raum steht und dann sieht es immer total einfach aus, aber die dann halt im Vorfeld zu erwischen, ist ja nicht so einfach. Und deswegen schieße ich mich immer so ein bisschen ein auf den Schluss eben von einer Zeiteinheit. So, also hier gegenüber vorgestern beziehungsweise dem Freitag kein neues Hoch und jetzt gerade wieder zurück an der Öffnung. Ne? Und deswegen, also das war zumindest schon mal richtig, da zu sagen, na, da oben den Braten traue ich nicht, weil das sieht alles schon ein bisschen sehr, sehr strange aus, ne? Also wenn da oben nichts mehr nachkommt und eben die Grenzen halt wie beschrieben. So, jetzt könnte man natürlich auch sagen, gut, machen wir den Short wieder auf. Ich warte jetzt aber zumindest mal halt hier die 5 Minuten mal ab. Und zumindest mal versuchen, so ein bisschen Tendenz hier zu erkennen, was das Ganze da werden soll. Aber ich erkenne da bis jetzt nicht wirklich was. Wir stehen einfach nochmal hier nur an der Eröffnung und haben hier irgendwie nichts anderes als ein Innenstäbchen fabriziert, ohne jegliche Aussagekraft. Ja, wir haben zwar ein höheres Hoch, die kommt hier so ein bisschen deutlich runter, das heißt, schließt ja auch irgendwie unter der Eröffnung, aber nichtsdestotrotz schließt sie halt eben auch immer noch in den ersten 5 Minuten. Das heißt, es kann genauso gut mit einer zweiten Attacke hier wieder raufgehen. Ja, oder halt eben dann halt hier ein neues Tief machen. Also ich halte das für so ein bisschen Shit, auf gut Deutsch gesagt. Ja, jetzt hier irgendwie zu versuchen, irgendwas zu finden. Ich warte mal noch, weil ich will jetzt auch nicht unbedingt den nächsten versenken an der Stelle, ja. Außer wenn wir jetzt hier ein bisschen, wenn jetzt ein bisschen mehr Druck kommt, ne? Ich meine, hier wäre natürlich nett gewesen, das hier oben einfach nochmal einzutüten. Aber das ist bis jetzt trotzdem nur gewackelt, ne? Also ich wäre hier tatsächlich eher geneigt, long zu gehen als short an der Stelle, weil wir halt eben einfach nur in den ersten 5 Minuten geschlossen haben und der Markt irgendwie bisher dann doch mehr irgendwie die Tendenz hat, sich über der Eröffnung zu halten, als jetzt irgendwie nach unten großartig was abzuräumen. So, bei 870, ich lese hier gerade die Kommentare, ich bin jetzt bei 870 Short gegangen. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut, das hätte ich besser auch mal gemacht, ne? Da oben einfach mal am Vortageshoch einfach mal kurz eine Runde geschortet und dann halt ein paar Punkte mitgenommen, aber der erste so dumm gelaufen ist, und dann fragt man sich dann schon, ob das jetzt irgendwie, ob man tatsächlich wach ist und das alles richtig erkennt. Tina. Ich weiß, du hältst nichts von schrägen Linien, aber gerade am DAX Abwärtstrend, ja. Nee, ich halte nichts von schrägen Linien, das stimmt, weil aus dem einfachen Grund, weil der DAX, selbst der DAX in seiner offiziellen Fassung, ja, besteht einfach aus mehreren Zeiteinheiten. Und um schräge Linien richtig zu kombinieren, muss man letzten Endes die Zeit mit einbeziehen. Und das funktioniert halt sonst einfach nicht.
Und aber das ist nicht der einzige Aspekt, warum ich keine schrägen Linien mag, sondern weil halt einfach der Markt ist ohne Zweifel algo gesteuert und nicht algo gesteuert, aber zumindest mal halt, da sind halt so viele Algos, die da reinspielen. Und man kann ja mal versuchen, Algo auf schräge Linien zu programmieren. Und wenn man so ein bisschen aus der Informatik kommt und dann weiß man halt, dass es irgendwie eine ganz, ganz andere Geschichte, ja. Und auch der Future, das kommt ja auch noch zu, weil wenn ich das machen würde, ja, muss ich ja im Future handeln. Der Future verschiebt sich aber von der Kursstellung permanent, ja. Und was nehme ich denn dann da? Und das ist ja halt das nächste Problem. Das heißt, das birgt einfach viel zu viele Unsicherheiten. Und klar, sehe ich ja auch, wenn es hier und da mal halt irgendwo an irgendwas reagiert. Aber das ist für mich irgendwie, das ist ein No-Go, ja. Also schräge Linien. Ist immer ganz nett, um es darzustellen. Aber halt, das danach zu handeln, absolut nicht. Also im DAO kann ich gleich ja mal was zeigen, auch irgendwie. Ich habe genau eine schräge Linie im DAO, die ich aber eher vergessen habe rauszunehmen. Und interessanterweise reagiert es immer dort. Das kann aber auch genauso gut, das ist halt eben der andere Effekt mit schrägen Linien, es kann genauso gut aber auch irgendwie eine subjektive Wahrnehmung sein. Also mit anderen Worten, einfach die persönliche rosa Brille. Und dass man dann denkt, das hat irgendwas damit zu tun. Aber das kann ich gleich mal zeigen. So, was machen wir jetzt hier mit dem Kollegen? Also, 15 Minuten sind um. Hat mich gestern irgendwie schon genug Nerven gekostet, der DAX. 15 Minuten sind um und wie es aussieht, einfach nur wieder an der Eröffnung. Also hier oben ist ja der M15. Wir stecken immer noch, bis jetzt zumindest, ne? Also noch sind die, ist ja nicht um, wir stecken immer noch. Wenn Sie mal kurz einzeichnen, in den ersten 5 Minuten von der Bewegung drin. Ne? So, das war die erste 5 Minuten Range. Und genau da zackern wir gerade drin rum. Nichts sonst, ja. Also mit anderen Worten, es ist einfach seit dem ersten Trade einfach nichts passiert. Das ist jetzt hier ein einfach, also beziehungsweise seit der ersten 5 Minuten ist nichts passiert. So, und ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ne? Ich weiß es nicht. Also bis jetzt einfach nur da, wo wir angefangen haben und mehr halt eben nicht. Und ich wäre ja gerne short gegangen, aber halt eben eine Nummer höher. Bei 857 ist auch der US Open vom Vortag. Ja, ne? 857. Die Eröffnung von gestern. Was, wo hier? Also reden wir jetzt über den DAX. Also hat der Christoph hier gerade gefragt. Ich gucke mal erstmal rüber auf den DAO, was der überhaupt. Ja, DAX 857. Also das Ding ist, ich meine, also hier wäre das, ne? 857. Also das Bild bisher sagt mir nichts, ne? Das ist halt was. Also wir sehen halt auch hier einfach die Range, die wir jetzt einfach schon seit gestern Abend da auch irgendwie haben. Er wackelt halt einfach da oben rum, ja. So, jetzt gehen wir hier immer aus den 5 Minuten raus und mal gucken, ob das jetzt halt irgendwas zu melden hat, ja, ob wir das jetzt. Also, ich meine, wir reden hier wirklich über eine M5-Range, ja, eine 5-Minuten-Range. Und nicht irgendwie über irgendwas anderes, was halt irgendwie größer ist. Von daher, ich halte es gerade irgendwie für fast unmöglich, hier irgendwas Vernünftiges an den Start zu kriegen. Deswegen, also ich finde es auch wenn der, ne, mein erster Trade da vorhin halt irgendwie so ein bisschen blöd gefühlt wurde. Aber ich finde es aber im Nachhinein, finde ich den gerechtfertigt, ja, weil wenn ich das hier sehe, was wir da jetzt gerade wieder an Gewackel haben, ja, und dann halt drauf zu bauen, dass die erste Bewegung halt die ist, die dann auch ein Stück weiterläuft oder am weitesten läuft, finde ich halt eigentlich schon richtig, auch wenn der Markt jetzt dann halt leider nicht fortgesetzt hat, aber das hier bestätigt mich zumindest mal so ein bisschen in meiner eigentlichen Haltung, ja.
Von daher habe ich da jetzt auch wirklich Schmerzen damit, hier irgendwas aufzumachen, weil er bewegt sich einfach nicht. Ja. Nicht genug. Einfach nicht genug. Und weil wir wackeln hier, ne, das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Das ist so ein bisschen tatsächlich Glücksspiel. Ja. Also jetzt nicht traden an sich, aber halt im DAX dann halt eben auch eine Eröffnung oder überhaupt irgendwie so zu erwischen, in einem Moment, wo er sich mal wirklich bewegt. Und das hier, ne, wir reden hier, das hier ist der M2. So, wir gucken sich mal den M1 an. Und wir reden hier über die ersten 15 Minuten Eröffnung. Das ist halt einfach zu wenig, ne? Also hier irgendwie 6, 7 Punkte und es steht dann, man sieht es ja jetzt auch hier, ne, wenn man das mal wirklich mal aufzoomt, der steht hier einfach teilweise rum, ja, sekundenlang. Und wenn da halt nichts nachkommt, dann wird das eher schlimmer. Das heißt, dann steht der halt auch mal irgendwie 10 Sekunden da an der Stelle, bis dann wieder der nächste Tick kommt, weil nämlich keiner irgendwas macht. Und ne, was, das ist halt, und dann ist der DAX eben dann auch einfach wirklich zu teuer, um den zu handeln. Ne? Das ist halt nämlich das nächste Problem, weil wenn ich den das mal mit dem Dow vergleiche als Beispiel, ich meine, da haben wir halt auch irgendwie einen Punkt Spread, aber der steht aber eben auch bei 33.000, der hier bei 13.000. Ne? Also kostet der mich dann halt irgendwie 2,5 mal so viel oder so. Der DAX, das ist halt eben das Ding. Und das heißt, wenn man da nicht dann in der richtigen Richtung drin ist, also plus die Vola, die kommt dann nochmal hinzu, und dann guckt man einfach dumm aus der Wäsche und muss dann halt eben ewig warten, bis dann halt irgendwas passiert. Das ist halt eben die Gefahr. Und mir gefällt die Vola einfach nicht. Also dieses 2 Punkte rauf und runter. Also ich könnte mir immer noch vorstellen, dass wir halt nach oben irgendwie laufen im DAX bis 10 Uhr und das Ding auch immer noch grün endet, weil er hier jetzt eben auf der Unterseite auch nicht weiterkommt. Aber hier diese paar Pünktchen rauf und runter, schwierig. Echt. Vor allen Dingen da halt jetzt auch das richtige Timing dann halt zu erwischen, weil im Endeffekt, ich muss ja gar nicht wirklich großartig richtig liegen. Ne? Ich brauche ja nur irgendwie halt in eine Bewegung reinzukommen. Und dann muss der Markt ja einfach nur ein Stück bewegen und dann kann ich das Ding auch absichern und habe dann auch Zeit zum Nachdenken. Wenn ich hier mal einen Trade aufmache, ja, dann steht das Ding erstmal halt, weiß ich wie lang, an meinem Entry rum und in einem Minus oder minimal Plus oder Null und ich kann gar nichts tun. Ne? Das stört mich. Gefällt mir nicht. So, aber ich gehe jetzt mal, also trotzdem, ne, ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rummeckern, sondern ja auch irgendwie gucken, dass wir hier irgendwas machen können. Und gehe mal ganz kurz nochmal zurück auf den Dow. So, was macht der denn? So, also M15, der ist ein bisschen deutlicher rot und hängt hier. Aber auch nur am Tief, aber macht auf der anderen Seite kein neues Tief. Wie sieht denn das überhaupt aus in der Darstellung im Zickzack? Also hier von Overnight, da hat es dann auch den Short gekostet, wo ich im Blog geschrieben habe, 840. Das war gestern hier ein wirklich schöner Entry an der Stelle. Und wo man super reingekommen ist in den Markt. Und der ist aber halt eben auch maximal 100 Punkte gelaufen. So, und dann haben wir jetzt hier, ne, da ist eigentlich ein netter Abwärtstrend an der Stelle und ein neues Hoch. Abwärtstrend AD. Und jetzt fängt aber hier nochmal halt irgendwie ein Abwärtstrend an. Also das heißt, anders gesagt, wir stehen hier einfach nur in einer Range hier oben rum. Ne? Und mehr ist es halt nicht. Also Trend ist hier nicht. Und wenn ich jetzt hier versuche, irgendwie den M15 da halt irgendwo aufzulösen, funktioniert meines Erachtens so nicht. Ja. Also, dass hier mal ein bisschen was passiert, dazu müssten wir halt irgendwo unter dieses Low halt in irgendeiner Form kommen. Ne. Also, er drückt zwar hier irgendwie unten rum, kommt aber halt auch nicht weiter. Und es ist irgendwie ein bisschen Rätselraten, hier irgendwas Vernünftiges, was sich
rauszuziehen, was man erkennen kann, was man handeln kann. Und auch hier sieht man zum Beispiel, ne, die Value Area, und die ist natürlich ein bisschen dichter als im DAX. Das sieht man hier auch, ne? Und DAX, die sieht so nicht aus. Und das meine ich mit, und hier sieht man halt auch, ne, dass der ist halt zumindest so ein bisschen liquider und volatiler und vor allen Dingen halt dann auch eben nicht so teuer. Und hier kann man halt auch mal einen Fehler machen. Aber man kriegt eben halt Bewegung und mit dieser Bewegung kann man dann halt eben dann auch was anfangen. Ja, kann den vielleicht mal kurz skalieren oder hat dann eben auch die Chance, nochmal halt irgendwie vernünftig rauszukommen, ohne gleich fürchterlich auf eins auf den Deckel zu kriegen. Und deswegen bin ich eigentlich immer eher so ein Freund vom DAO als vom DAX. Ne? Auch wenn der sich jetzt hier auch nicht wahnsinnig bewegt, sondern auch nur so ein bisschen auf der Stelle wackelt. Aber selbst das jetzt hier aus der Overnight Betrachtung, da sieht man halt schon, dass es halt einfach trotzdem dichter ist alles. Ne? So, aber auch hier kann ich absolut nichts damit anfangen. Gar nichts. Ja? Also der macht hier kein, im M5 sieht man es ja halt auch, macht hier halt hier irgendwie ein kleines neues Tief, aber hier dann halt wiederum keins, kein neues Tief. Trotzdem haben wir hier nicht wirklich einen Aufwärtstrend und gerade irgendwie eher einen Abwärtsimpuls. Also und auch zu wenig Vola. Das ist heute so ein bisschen undankbar, das hier zu machen. Mal kurz nochmal gucken zum DAO, zum DAX. So, ne, ich habe ja gerade noch gesagt, so, ich wäre halt schon für denkbar, dass der H1 nach Norden auflöst. Das haben wir hier dann auch, sind wir auch einmal durchgelaufen. Aber wenn ich mir angucke, wie groß ich hier zoomen muss, das ist schon heftig. Also was man jetzt versuchen könnte, das ist dann halt jetzt hier in die 9:30 Uhr reinzukommen. Und das würde bedeuten, also wenn wir hier jetzt nochmal auf dieses Level halt aufsetzen, ne, also die 851 an der Stelle, 851, 852, weil er da halt die ganze Zeit irgendwie halt nicht weitergekommen ist. Ab da könnte es dann, auch wenn der M15 dann halt so stehen bleibt, also, dass wir halt hier dann zumindest mal zweimal 15 Minuten lang eine Tendenz irgendwie nach oben halt haben. Und dann wäre es auch denkbar, dass wir um 9:30 Uhr dann einen passenden Schub dann halt eben dann auch kriegen. Ja? Zumal wir halt eben sehr, sehr oft um 9:30 Uhr auch ein bisschen deutlichere Bewegung bekommen. Also, ich versuche den jetzt mal, ja. Versuche mich da mal halt irgendwie, komm, es spielt auch gar keine Rolle, ob ich den jetzt hier im Market mache oder die 3 Punkte rauf und runter, das ist dick Wumpe. Ja, und würde den auch halt hier auf der Unterseite dann skalieren. Stop gehört natürlich darunter, unter das Low. Und dann hilft jetzt, sage ich jetzt besser nicht, weil das Webinar wird ja auch aufgezeichnet und nachher heißt, der Helga hat gesagt, jetzt müssen wir beten. Habe ich aber nicht gesagt. Aber eher im Sinne dann halt dahingehend, dass wir jetzt halt ein bisschen Bewegung kriegen, ja. Und irgendwie halt der Markt sich normal verhält und nicht hier irgendwie einfach nur in Leichenstarre da halt verfällt. Das ist, meine ich damit, ja. Aber was soll ich machen? Was soll ich sagen? Ja, im Endeffekt ist es halt wirklich, ist es doch so. Ich weiß es nicht, ja, ob das Ding hier jetzt, ob die Teilnehmer heute irgendwie was Falsches geraucht haben oder alle in der Sonne liegen oder ob jetzt einfach hier der Markt sich normal verhält, ja. Und ich brauche ja nur einen halbwegs normalen Markt und mit normal meine ich nicht, dass der sich vernünftig, ja, darüber reden wir gar nicht. Also der Markt ist einfach, könnte man sagen, unvernünftig. Der Fachbegriff lautet ineffizient. Aber halt das sowieso, ja, das ist aber nicht der Punkt, sondern halt eben, ob wir die vernünftige Unvernunft oder die effiziente Ineffizienz dann halt eben kriegen. Also das heißt nichts anderes als typische Verhaltensmuster dann halt hier sehen. Ja. So, und das kann ich leider nur hoffen, weil das weiß ich halt einfach nicht. Ja. Weil es ist, ich nicht weiß, was heute irgendwie da halt dann los sein wird. So. Deswegen nicht falsch verstehen mit dem Hoffen. Ich sage auch immer, also irgendwie was den Handel angeht, ich brauche kein Glück. Das Einzige, was ich nicht brauche, ist Pech. Ja.
Und also damit meine ich dann halt eben solche Geschichten wie das halt eben man genau dann den Moment erwischt, wenn der Markt dann halt eben stehen bleibt, die Wohler nachlässt oder was auch immer. Oder dann halt eben, weiß ich nicht, die Beispiele kennen wir ja alle, ja. Und sowas will ich dann halt auch nicht. Also ich auf der einen Seite, Glück ist halt irgendwie so der, finde ich immer so der falsche Begriff, ja. Aber Pech zu haben im Sinne von Markt bleibt stehen, bewegt sich irgendwie stundenlang nicht, der Trend läuft genau an der Stelle nicht mehr weiter oder so, das ist dann halt immer, natürlich immer so, ich sage, oder was habe ich super oft gesehen, ja, Markt bewegt sich, sobald, also deutlich irgendwie in eine Richtung, dann versucht man halt irgendwie da reinzukommen und was macht der Markt? Ein Zebrastreifen, ja, also bildet genau dann halt eine Range aus, ja, und läuft dann halt eben fürs Verrecken stundenlang nicht mehr weiter. Das habe ich so oft gesehen, wo ich dann auch immer denke, ey, das ist doch, das kann doch nicht sein, ja. Und das ist dann halt einfach wirklich nur Pech, ja. Also, dass man dann, also, wenn man das irgendwie halt, wenn das einmal passiert, okay, ja. Aber, beziehungsweise dann ist es Pech. Wenn es immer passiert, dann sollte man natürlich seine Strategie überdenken, ja. Auch klar, weil dann stimmt wahrscheinlich mit der eher irgendwas nicht. Aber das meine ich eben mit Pech und Glück. So. Also, ihr seid so still. Mein Mikro ist noch an. Die Kamera geht auch noch, hoffe ich. Also, wie gesagt, ihr dürft hier gerne Input geben. Funktioniert auf jeden Fall alles. Keine Sorge. Gut. Hier liegen alle in der Sonne. Ich würde so gerne jetzt einfach draußen sitzen in der frischen Luft. Ich klebe hier einfach am Stuhl. Ne? Das ist Kannst ja mal ein irgendwie. Webinar von draußen machen, Dirk. Ja, aber ich glaube, hier, ne, mit Geräuschkulisse, ich meine, jetzt, wo, ich wohne jetzt ja jetzt nicht an einer viel befahrenen Straße oder irgend sowas, ne, aber trotzdem hörst du natürlich da draußen eben auch schon mal irgendwie Krankenwagen vorbeifahren oder Polizei, die irgendwie am Durchdrehen ist. Und dann halt, ja, das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit hier, ne? Also eigentlich ist es hier still, aber da halt die Uniklinik nicht so weit entfernt ist und dann rauschen die schon mal halt hier durch. Oder fliegt man Heli vorbei, ne? So. Da habe ich auch schon mal irgendwie, ich habe auch schon mal eine Kamera an den Start gebracht, sodass man halt das irgendwie mal bei, zumindest mal halt teilweise von draußen machen kann, aber. Ja, Christian, habe ich schon einen Thread erwischt? Ja, leider bei der Eröffnung, fragt hier der Christian, der sich später zugeschaltet hat, leider bei der Eröffnung nach unten Short einstoppen lassen. Und genau das war dann eben der Punkt, wo er dann halt gedreht hat. Das war so ein bisschen Pech. Ja, und das Thema hatten wir ja gerade. Ne? Das war halt auch Pech, dass der dann exakt dort auf den Punkt genau mich dann eben erwischt. So, also die 15 Minuten beziehungsweise die zweite 15 Minuten Kerze ist um. Also wir haben halt hier, sehen halt hier immer noch im, wir stehen immer noch in den ersten 5 Minuten hier übrigens, ja, immer noch nicht mal daraus. Und aber hier trotzdem vermute ich hier so ein bisschen Aufwärtsdruck. Von Druck kann man ja nicht wirklich reden, ja. Aber hier zu erkennen, weil wir halt einfach jetzt nach auch nach dem zweiten 15 Minuten Turnus dann halt hier immer noch irgendwie nach oben zeigen. Und von daher, deswegen habe ich auch gesagt, ich würde hier mal versuchen, mich dann halt eben dann auch long irgendwie einzukaufen. In der Annahme, dass halt eben um 9:30 Uhr so ein bisschen mehr Bewegung dann eben auch kommt und wir dann vielleicht auch die Chance haben, dann nach oben einmal hier in Richtung Tageshoch nochmal zu ziehen und dann vielleicht sogar auch die Drehung da oben zustande kriegen, weil eigentlich will ich ja rauf. Nur ich habe halt hier vorhin trotzdem gesagt, ich will mich da nicht festlegen, weil das ist nur eine Vermutung. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme um 9 Uhr, und das habe ich ja auch gemacht, den allerersten Impuls mit, weil da die Chance am größten ist, dass die Bewegung am größten ist. War sie auch, nur leider halt eben dann, hier sieht man es immer noch, ne? Im M1 da unten eingestoppt und dann halt ganz lange grün hier hingezimmert. Ne? So, aber trotzdem ist der Ansatz ja unverändert, wenn der Markt nach oben zieht. Beziehungsweise, das sieht einfach so aus, für mich, das hat irgendwie noch nicht fertig da oben, ja. Und weil ansonsten wäre ja auch schon ein bisschen mehr Dampf nach unten da. Jetzt kann es natürlich sein, dass es genau irgendwie um 9:35 Uhr kommt, ja. Dann habe ich halt nochmal Pech gehabt. Aber erstmal sieht es für mich so aus,
Also muss da oben noch irgendwas dran gebaut werden. Ja. Und weil er drückt ja immer noch nach oben. Es hört ja einfach, also ne, drücken ist zu viel gesagt, aber es hört ja irgendwie nicht wirklich auf, die ganze Geschichte. Und von daher bin ich da jetzt erst auch mal mit Long soweit d'accord und wird dann halt mal sehen, was da halt dann bis 10 Uhr passiert. Und wenn es gut läuft, und dann bin ich dann halt eben da drin. Ja, ich habe auch vorhin was gesagt, ne, zum Thema Drehen, Position drehen. So, ich würde jetzt hier mal auch versuchen, wenn wir da nochmal hinlaufen, das ganze Ding auch auszubauen. Ja, also das heißt also, dass ich halt hier die Position jetzt auch mal ein Stückchen vergrößere, um dann zu auch das so ein bisschen zu kompensieren, ja, was vorhin halt eben, ich meine, vorhin der Short war ja halt eben auch nur eine Teilposition, das war ja keine ganze, ne? Ich meine, wer halt immer zu, der weiß ja, dass ich halt meistens versuche, klein irgendwie anzufangen und das Ding dann halt eben auszubauen. Und deswegen war das vorhin jetzt nicht weiter tragisch, ne? Sieht halt immer nur doof aus, aber. Genau, und ich hatte vorhin auch was gesagt zum Thema Drehen, ne? Und da schreibt hier auch gerade Sebastian, kann er zum Thema Position drehen nur recht geben? Das habe ich in meinen Anfängen auch sehr oft teuer bezahlt. Ja, am Ende verliert man in einer Range von 20 Punkten ein Vielfaches. Das ist auch so. Also wenn man dann nachher drauf guckt, denkt so, hä, wie konnte ich denn da irgendwie so viel Geld verbrennen? Der ist doch nur irgendwie hin und her gewackelt, ja, weil man dann einfach wirklich so ein bisschen blind und störrig wird und sauer und das muss man halt einfach unter Kontrolle halten, sollte das nicht machen. Auch wenn man natürlich ein Szenario hat, wo man sagt, ja, wenn dies nicht, dann das, ja, und man sieht, dass der Markt sich genau dran hält oder beziehungsweise nicht dran hält, dass der Markt das macht, was man sich halt eben eigentlich gedacht hat, dann spielt auch nichts, dann spricht auch nichts dagegen, ja. Aber halt dann eben blind, naja, wenn der Long nicht funktioniert, dann gehe ich dann halt eben long, gehe ich dann eben short. Wenn der dann auch nicht funktioniert, dann gehe ich dann eben doch long. Das ist halt raten. Ne? Da ist schwierig. So, keine Ahnung. Was ist denn jetzt hier? Ne? Das meine ich eben hier mit dem DAX. Ne? Das daddelt jetzt hier irgendwie ein Punkt rauf, ein Punkt runter. Alter Schwede, ja. Dass der echt immer so beknackt laufen muss. Also nicht immer. Das ist ja das halt irgendwie beim DAX. Manchmal ist er echt gut zu handeln und manchmal ist er einfach nur oder meistens oder oft absolute Katastrophe. Bewegungslegastheniker. Man guckt sich das mal einer hier an. Das ist doch einfach 5 Minuten Kerzen, 2 Punkte lang, irgendwie ein Punkt lang. Das ist halt einfach echt, naja. Ein Schuss nach oben. Wo ist das Problem, ne? Jetzt hier einfach mal einmal kurz darauf zu laufen. Da steht hier wirklich 5 Minuten lang in einem 3-Punkte-Range. Das ist extrem undankbar und einschläfernd. Das natürlich noch dazu. Aber bei einschläfernd, mein Kaffee ist irgendwie auch kalt geworden. Aber was soll ich halt dazu sagen, ne? Da hilft leider nur Jammern, auch wenn Jammern nichts hilft, aber. So, was macht denn der Dow? Auch nichts Neues. Auch an der Eröffnung von eben. Ups, Moment, so. Jetzt gab es einen kurzen Ausrutscher nach unten. So. Was wird das jetzt? Das bin ich mal gespannt. Also, entweder, was soll ich, also ich, was soll ich sagen? Ich wollte jetzt gerade sagen, entweder nutzt er den Dip jetzt und zieht nach oben, aber wir reden hier immer noch über irgendwie eine, muss aufpassen auf meine Wortwahl, ja, aber wirklich über eine Range von 10 Punkten. Herrgott. Ne? Also. Aber normales Verhalten, wenn das jetzt hier irgendwie eine anständige Strecke wäre, ja, und irgendwie dippt hier runter und zieht dann direkt wieder zurück, ist es eigentlich ein gutes Indiz dafür, dass wir halt dann direkt jetzt mal nach oben rauslaufen. So, das wollte ich eigentlich halt ganz sachlich formulieren. Mein Problem ist halt eben diese unfassbare Vola, die wir hier haben, nämlich
gar keine Wohler. Und dass der genauso gut jetzt eben, wenn er in Normalmodus geht, dann da unten irgendwie auch mal 50 Punkte Luft holen kann und dann nochmal nach oben geht. Ne? Und das ist eben die Gefahr halt hier jetzt auch dabei. Wir reden hier wirklich, ne, die liegen gerade mal, die hier bei 8,55 und die hier bei 8,42, das liegt gerade mal irgendwie 12 Punkte auseinander. Und das ist im normalen Markt, ist das ein kleiner Hicks, ja, ein kleiner Schluck auf und nicht, weiß ich nicht was. So, wir laufen halt hier jetzt ins Plus, aber er müsste jetzt hier einfach wirklich mal dringend, also damit das dann halt auch um 10 Uhr aufgehen kann, wirklich mal dringend Gas geben und da halt mal da oben hinlaufen und nochmal irgendwie das Tageshoch beackern und nicht dieses ein Punkt drauf, runter gefummel. Das ist einfach nur nervig. Gut, ich klinge schon wieder meckernd. Aber ne, ich meine, grundsätzlich ist das richtig, das so zu machen. Ich würde hätte mir halt nur gewünscht, man könnte es in einer anderen Range machen. Und wir stehen hier tatsächlich, kannst nur wiederholen, immer noch in den ersten 5 Minuten von der Range, von der Eröffnung. Und wir haben 9.38 Uhr. Und das beim besten Willen nicht mehr normal. Ja. Also Sommerferien sind ja auch irgendwie großteils vorbei. Und so ein Sommerloch kann hier langsam auch keine Rede mehr sein. Ich meine, gut, wenn man wenn er sich dann mal irgendwann bewegt, ja, ist natürlich gut, wenn man dann in der richtigen Richtung dabei ist, ja. Aber man sieht ja, wehe nicht, ne? Dann ist halt irgendwie, dann hilft nur noch irgendwie warten und wahnsinnig viel Geduld nicht durchdrehen. Ja, ich schreibe da, der Lutz, der andere Lutz, genau, 300 Punkte freier Fall wäre mir lieber. Ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Wenn er dann fällt, denkt man so, ach, ich wusste es, aber vorher ist man eben noch abgeholt worden in die falsche Richtung. Das ist ja auch normal. Kann man machen, ne? Also wenn man hier sagt, irgendwie 300 Punkte runter, ja, spricht da nichts dagegen. Ja? Aber nicht mit einem Stop von irgendwie 20 Punkten oder so, das kann man vergessen. Das kann man vergessen. So. Und was nun? Kriegen wir jetzt irgendwie ein paar Punkte nach oben oder nicht? Nö, kriegen wir nicht. Nochmal eine 5-Minuten-Kerze, die 2 Punkte lang ist. Einfach nochmal. 1, 2, 3 in Folge. Ja. So, ich würde ja einfach auch ganz gerne mal, ne, das Ding hier einfach mal absichern können und dann auch mal auf den DAO eingehen und den auch mal noch im Daily erklären, bevor wir das hier dicht machen. Aber ich krieg noch nicht mal irgendwie 5 Punkte hier in eine Richtung. Einfach nur müßig. So, und bei dem, das Ding ist halt hier einfach, ne, weil die Wohler so gering jetzt gerade ist, ne, und die Gefahr ist immer, dass der dann halt irgendwann in ein normales Marktverhalten übergeht und dann halt dann eben auch eine richtige Kerze kommt, die dann plötzlich halt irgendwie 30 Punkte lang ist, die dann aber halt nicht außergewöhnlich ist, sondern einfach nur normal. Und wenn man dann halt eben auf zu kleinem Raum skaliert hat, und dann fliegt einem das halt dann um die Ohren. Ne? Das ist natürlich immer die Gefahr dabei. Ne? Aber hier irgendwie jetzt eine neue Tendenz rauszulesen oder irgendwas anderes zu unternehmen, ergibt irgendwie auch so überhaupt keinen Sinn. Ne? So, was aber halt sein kann, ist, dass wir eben das Tief auch nochmal rausnehmen. Hier unten in die Nähe vom Kassaschluss kommen und dann nach oben ziehen. Ne? Also, weil wenn hier nichts nachkommt, jetzt auf der Oberseite, und dann wird eben früher oder später was nachkommen Richtung Süden. Das ist halt eben dann das Problem. Und dann sind die, ist die Skalierung, wie ich es halt hier gemacht habe, halt einfach zu eng. Ne?
Aber mein Ansatz war ja auch nur irgendwie hier um 9:30 Uhr drauf zu bauen, dass wir ab da ein bisschen mehr Bewegung kriegen, weil das halt eben eigentlich auch typisch ist für 9:30 Uhr, dass da halt erstmal ein bisschen deutlicher was passiert. Aber auch da passiert nichts. Der Markt steht still. Komplett irgendwie. Also, na gut. So, gehen wir nochmal hier rüber aufs Gesamtbild. So, ich lasse den jetzt mal hier stehen, dann kann es mir das machen, was er will. Also, DAO, ne? Da wollte ich ja vorhin irgendwie auch noch drauf eingehen. Also, da sieht man halt eben auch, also hier haben wir eigentlich das Gleiche, wobei der DAO schon so ein bisschen mehr in die Long-Richtung dreht als der DAX. Auch hier im Daily. Ich hier mal ein bisschen zusammen das Ganze. Da sieht man, achso, genau, da wollte ich vorhin das sagen, hier mit der diagonalen Linie. Ne? Das ist irgendwie die einzige, die ich da drin habe. Keine Ahnung, wo die herkommt, ja. Und da sieht man es ja, irgendwie von 2020, keine Ahnung, irgendwie mal drei Linien verbunden, vergessen rauszunehmen. Und dann sieht man, der Markt kommt dann irgendwie da drauf. Und es sieht so aus, als hätte das jetzt irgendwas damit zu tun, ja. Das Problem ist immer, wie gesagt, selektive Wahrnehmung, ja. Also die Linie könnte jetzt auch woanders sein und die Frage ist dann immer spätestens, okay, was ist denn da? Ja, dann muss man sich dann irgendwie schon einbilden oder beziehungsweise schon brauchst schon ein bisschen mehr Fantasie, um das dann halt irgendwie dann immer noch zu rechtfertigen. Und man sieht halt auch, hier ist er mal genau, dann halt wieder nicht, da ist es tiefer, da ist es wieder genau, da ist es einfach durch, tiefer, höher und das ist halt eben immer das Ding. Ne? Und wer mal den Versuch machen möchte, der kann sich ja mal einfach irgendeine Linie irgendwo hinziehen und das dann einfach mal einen längeren Zeitraum beobachten. Da wird man halt sehen, dass halt irgendwie alle Linien irgendwie zu reagieren scheinen. Ja, das heißt aber nicht, dass es irgendeine Funktion hat. Und das ist so das Ding mit den Diagonalen. Trotzdem lasse ich die halt mal drin, weil ich die irgendwie dann doch irgendwie ganz lustig finde. Und hier dann eben halt auch gedacht habe, der könnte eigentlich wieder an diesen komischen, was auch immer das ist, dann halt dahin laufen. Aber mehr halt eben auch nicht. Die Frage ist ja dann eher auch, was fängt man denn damit an? Also wenn man jetzt mal unterstellt, das hier war da halt irgendwie der Trend. Okay, ne? Wenn man hier eine Linie gezogen hat, das war der Trend. Ah, da hat er aufgesetzt. Ja, da ist aber dann eben doch wieder durch. Hier wieder rein und wieder runter. Und wieder rein und keine Ahnung, wahrscheinlich wieder runter. Das ist halt dann eben die Frage, ne? Was fängt man damit tatsächlich dann an? Und deswegen finde ich halt so die horizontale Betrachtungsweise wesentlich dankbarer, ja, als da jetzt irgendwie zu versuchen, irgendwie da was, ich meine, wenn man hier long gegangen ist, hurra, ja, und da oben irgendwo aufgelöst hat, aber alles Weitere dann halt hier irgendwie schwierig. Also ich bin einfach kein Freund davon, aber kann natürlich jeder machen, wie er will. So, also DAO, genau. Da wollte ich eigentlich was anderes zu sagen. Und zwar, also was macht er hier im Daily? Da muss man, glaube ich, eher auf die Woche mal runter nochmal hier im DAO. Ich habe ja auch im NFP-Webinar ja meins auch schon dazu gesagt, habe ich ja gesagt, der DAO wird wahrscheinlich in 4 Wochen hier oben, also da, wo wir jetzt stehen, höchstwahrscheinlich da irgendwo auch stehen. Egal, was nach unten passiert ist inzwischen oder nicht. Wir haben jetzt aber gerade mal eine Woche nach den NFPs. Von daher sollte man es jetzt erstmal nicht überbewerten, aber grundsätzlich passt es. Trotzdem sehen wir hier im Wochenchart, ja, auch so weit muss man hier gehen, sieht man trotzdem im Wochenchart, dass, also was der Markt jetzt hier als Beispiel macht, ja, hier ein paar Linien einzeichnen, hier unten Cluster. Das ist mal das eine. Ja, also hier hat irgendwie relativ viel Widerstand drauf aufgesetzt, hier schon, da auch wieder und dann hier einfach nochmal supportet. Okay, ja, soweit passt das erstmal. Trotzdem, wenn man das so ein bisschen vereinfacht, ich kann hier nur leider den Flux nicht anwenden, also zumindest nicht hier. Da würde man es halt sehen, dass wir hier permanent trotzdem auch im Weekly die Lows halt brechen. Ja, das heißt, auch hier, wenn man das mal ganz simpel macht, ja. Zum Beispiel diese letzte Bewegung da halt an der Stelle nach oben und von dort dann halt eben runter. Das könnte man jetzt in Wellen machen, ja, aber mal ganz simpel. Da haben wir halt hier überall gebrochene Lows. Also das ist halt ein Abwärtstrend und wir sind korrektiv hier unterwegs. Und das ist halt eben auch immer noch die Geschichte, warum da halt bei mir auch immer noch alles rot ist. Was man halt eben auch sieht,
Und das kommt ebenfalls dazu, ist, wir haben hier einen hängenden SMA 20. Und wenn man irgendwie auf, also der hier gerade eine Trendwende ja auch gemacht hat, ja, und wenn man mal auf die Suche geht, ja, nach einem SMA 20, der dann halt eben, wenn er hängt, so wie hier, einfach so gekauft wurde, da wird man sehr lange suchen müssen, weil es das fast so gut wie nie gibt, ja, weil es ja irgendwie also so die, ich will jetzt nicht irgendwie halt sagen, irgendwie, das ist so der Trading-Ansatz für ein SMA, aber grundsätzlich ist es ja so, das ist ja halt so eine gemittelte Trendrichtung, nicht mehr, ja, und von daher ist es halt auch klar, dass der Markt sich auch da so ein Stück weit eben dran orientiert. Ich lese hier gerade der DAX jetzt, aber ja, hat sich so ein paar Punkte bewegt, ne? Kann man gucken. Aber ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Also was der halt eben, das heißt, so, das ist so eine gemittelte Trendrichtung, ne? Und der Markt muss sich ja irgendwo dran orientiert, beziehungsweise das spiegelt ja nur das Ganze wider. Und deswegen, der läuft hier gerade gegen die eigentliche Tendenz. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das hier oben einfach weiterläuft, sondern wir werden hier unten irgendwo nochmal anknüpfen müssen. Und deswegen bin ich da auch eher immer noch ein Fan davon, dass wir halt da auch jetzt irgendwie entweder diese Woche oder nächste Woche nochmal irgendwie 1000 Punkte rückwärts laufen. Kommt eben halt auch noch alles dazu. Plus eben halt, dass wir hier eigentlich versuchen, hier erstmal korrektiv das nach alles oben nochmal zu erwischen, was da halt eben verkauft wurde. Das heißt, es ist einfach nur ein korrektiver Markt momentan. Und das kommt eben dann halt da auch nochmal ganz deutlich für meine Begriffe hinzu. Und deswegen sind auch hier überall die roten Zonen. Ich habe heute Morgen schon gelesen oder gestern hat auch einer geschrieben, so ja, ich wäre froh, das Ding wird mal irgendwie diesen, das und jenes, dass die roten Dinger dann mal alle weggehen. Ja, ich erfinde die ja nicht, ne? Und in der Regel passt es ja halt auch mit den roten Zonen, also auch gestern wieder, ne? Dass er hier oben eben dann recht genau dran gelaufen ist im H1. Auch im Live-Chart sieht man es nochmal ein bisschen deutlicher. Da gibt es eine orangene hier oder eine rote. Ja, du gibt es gar nicht hier. Ah, nee, da war die, genau, ja. Und dachte, ja, aber es ist halt eben so, ne? Auf der anderen Seite weiß man dann eben auch, was möglicherweise mehr Sinn macht als das andere. So, jetzt gehe ich nochmal rüber. Ja, einige sind schon gegangen, hier sehe ich auch. Ich kann es verstehen. Bei der Wohler, das ist halt einfach nur viel zu viel Gelaber von meiner Seite, aber was soll ich machen? Ne? Ich muss ja irgendwie auch gucken, dass ich damit halt klarkomme. So. Aber dann kriegen wir jetzt hier zumindest ein vernünftiges Schlussbild zu dem Webinar. Nämlich hier irgendwie ein sauberer, oder bis jetzt, ne? Also wenn wir da oben durchlaufen. Also bis jetzt ist das ja nicht. Aber generell ja halt doch irgendwie eine recht saubere Richtung. Ich muss nur gucken, ich habe jetzt hier so recht motiviert und schnell den Stop hinterhergezogen. Eigentlich ist das viel zu früh, ne? Eigentlich kann ich das noch nicht machen. Also eigentlich muss der Stop hier unten bleiben. Wenn wir ein neues Hoch haben, dann kann man anfangen, den zu ziehen. Aber so kann der halt immer noch da auch nochmal reagieren. Bis da unten hin und auch nochmal irgendwie auf Null laufen. Klar, wenn man das nicht möchte und nur Scalp, dann sollte man den Stop ziehen oder dann sogar dann sagen, na gut, dann gehe ich raus. Ne? Auch klar. So, Sekunde mal ganz kurz, bitte. Bin so in einer Sekunde dann auch wieder da. Ja, okay. So. Right. Also nochmal gucken, irgendwie, ob wir das Ding bis 10 Uhr. Also generell wäre halt hier immer noch da oben mein Shorty. Ja. Das wäre natürlich so das Wunschszenario, halt nach oben dabei sein und nach unten dabei sein. Mit einem neuen Hoch. Hier oben ist der immer noch der, klar, hier natürlich immer noch ein Pivot ist hier irgendwie auch drüber, dass das würde zusammenpassen. Aber wie ich eben auch schon sagte, es kann auch sein, dass es eben alles erst um 11 oder 12 Uhr passiert. Das weiß man halt leider nie, ne? Also ich würde sagen, wir halten jetzt mal halt hier die paar Minuten mal aus. Müssen wir natürlich nicht, aber ich würde dann natürlich schon gerne wissen, ob das Ding jetzt irgendwie so aufgeht oder nicht. Und die Liquidität ist dünn genug, dass da jetzt mal einer stressfrei einfach auch mal irgendwie hier mit 60, 70 Kontrakten das Ding eben oben durch die Decke
befördert, ne? Weil mehr ist es hier ja auch nicht, was man da halt sieht. Also, ja, ich lese ja natürlich fleißig die Kommentare durch. Ja, DAX klebt am Stuhl, ja, das ist gerade mal kurz aufgestanden, der DAX. Das ist, ja, also ich glaube, da können auch irgendwie alle, die selber Webinare halten, ich weiß nicht, wer jetzt hier alles dabei ist, können das nachvollziehen. Das ist halt einfach so, dass irgendwie der Super-GAU, ja, wenn irgendwie der Markt sich einfach nicht bewegt. Ne? Falsch liegen ist überhaupt nicht das Thema, ja. Aber wenn der Markt sich einfach nicht bewegt und man halt irgendwie dann permanent sich irgendwas aus den Rippen leiern muss und damit eben ihr nicht einschlaft auf der anderen Seite und man einfach nichts tun kann, außer irgendwie gucken eigentlich, ne? Weil normalerweise, wenn man sowas sieht, würde ich jetzt irgendwie nicht mehr Kaffee machen gehen. Sonst irgendwas, ja. Aber bestimmt nicht irgendwie hier sitzen und dann halt gucken, wie der Markt dann halt 3 Punkte rauf und runter zuckt, ja. Das ist einfach nur Torture, Folter. Fällt dann unter Infotainment? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, der Entertainment-Faktor heute ist auch von meiner Seite überschaubar. Ich habe eine bisschen kurze Nacht auch hinter mir und von daher bin ich vielleicht auch nicht wirklich so frisch wie sonst. Abgesehen davon, ich klebe hier wirklich. Muss mich hier kurz, ja, ich muss die kurz aus dem Bild bewegen, weil ich ja echt am Stuhl festklebe. Und das Erste, was ich wahrscheinlich nach dem Webinar mache, ist unter die Dusche springen. Weil ich muss natürlich halt hier Fenster und alles zumachen. Wegen der Lautstärke eben. Und das macht es irgendwie nicht besser. Wie kriege ich die Markttiefe im Chart? Close. Du meinst, ach so, hier, ja, das ist ja halt einfach, ne, ich habe zwar hier CFD und das nennt man Value Mapping, das geht auch, soweit ich weiß, nur mit dem Stereo Trader. Und wenn man die Future-Daten abonniert, und dann kann man halt eben hier im DAX, wo ich hier gerade bin, dann zum Beispiel auswählen, die Volumenquelle stelle ich dann eben auf den FDAX U22, das ist hier der aktuelle Future. Und dann geht der Stereo Trader hin und schnappt sich das Orderbuch und das Volumen aus dem Future und mappt das dann halt eben hier hinter. Ne? So, und das heißt auch hier natürlich Volumen und so weiter, also hier die Volumenglocke, das ist halt alles aus dem Future, das ist halt alles echt, genauso wie das Orderbuch halt auch. Finde ich halt schon sehr hilfreich, ne? Weil man natürlich dann hier schon sieht, was da halt jetzt los ist. Ne? Also natürlich sind nicht immer alle Orders echt, das ist halt auch klar, ja. Da gibt es halt eben auch so ein paar Betrüger, wollen wir es jetzt nicht nennen, aber ne, der, wo seine Order dann eben auch mal schnell wieder weg ist. Aber auf der anderen Seite hilft es eben auch recht oft, wenn so eine Order zum Beispiel stützt. Ne? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel halt sowas kriegen. Also nun, da sieht man, da haben sich irgendwie, das so ein Trittbrettfahrer hat sich damit draufgesetzt scheinbar. Plötzlich sind es nur noch irgendwie 27, der Markt war noch gar nicht da, es werden immer weniger. Das heißt, da würde ich jetzt mal nicht allzu viel drauf geben. Das sind eher so, das ist eher Zufall. Aber man sieht dann aber schon zum Beispiel, wenn da wirklich so ein richtig dickes Ding kommt und der Markt sich deutlich in eine Richtung bewegt. Und da kann man schon so ein bisschen auch dann drauf bauen, wenn die Order jetzt als Beispiel, wenn die halt stabil ist, ja, von der Größe. Und der Markt halt eben die nicht wirklich anläuft, ja, im Gegenteil, die Order eher dem Markt hinterherläuft, da kann man halt schon deutlich sehen, dass der Markt sich gar nicht erst dahin bewegt und die auch nicht wirklich angehandelt wird, ne, sondern eher dann halt eben in die andere Richtung alles zurückzieht. Glaube ich, bei der jetzt hier nicht rein mit 28 Kontrakten, das ist ja nichts, ja. Also es ist ja halt hier irgendwie einfach nur gerade mal so das Doppelte von den anderen. Trotzdem kann es aber jetzt sein, wenn auch jetzt so ein Ding jetzt hier gekauft wird, dass ja dann auf der Unterseite gleich eine größere Order erscheint, und dann halt eben der Markt nach oben durchgeprügelt wird. Und dann kann man halt zumindest mit so einer Ordner den Stop ganz gut hinterherziehen, auch zum Beispiel. Also hängt immer so ein bisschen davon ab, ne?
So, jetzt bin ich mal gespannt. Kriegen wir jetzt ein neues Hoch? Jetzt zum Ende der Stunde hin oder nicht? Bin wirklich gespannt. Ja, 2 Punkte drauf. Aber es müsste ja schon so ein bisschen deutlicher knattern hier, dann auch zum Schluss. Aber trotzdem, auch wenn wir jetzt hier oben irgendwie am bisherigen Tageshoch leben, im Übrigen immer noch in der 5-Minuten-Range. Das ist unglaublich. Eine Stunde lang bewegen wir uns hier innerhalb den ersten 5 Minuten. Das ist echt unfassbar. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten bei einem Webinar zur Markteröffnung. Ja, ne, weil eigentlich wäre ja normal, hier mal so genau so ein Ding wieder draufzusetzen, ja. Das hätte man aber auch in den ersten 10 Minuten machen können. Das muss nicht unbedingt erst irgendwie eine Stunde später kommen. Und dann hätten wir halt einfach nur, wenn man das Ding jetzt als Beispiel mal verlängert und gucken, ob ich das hier zu greifen kriege. Ja. Wenn wir mal hier einfach da oben irgendwo stehen, das ist ja nur normal. Aber wie gesagt, eigentlich eine Affäre von irgendwie 10 Minuten und nicht Ganztagesprojekt. Stehen wir dann da oben? Ja, knapp über der 900 dann halt eben noch. Aber kann genauso gut sein, dass wir jetzt hier trotzdem einschlafen, auch jetzt kein neues hochkommt. Dann haben wir halt umsonst bis um 10 Uhr gewartet. Who knows, ja. Aber dann wird es wahrscheinlich dann irgendwie später kommen, weil wir jetzt halt die Stunde auch noch so enden, ja, also auch nochmal halt hier irgendwie so in eine Aufwärtstendenz, dann wird wahrscheinlich die nächste auch nochmal oben eins dran setzen. Und solange das da oben nicht irgendwie mit Schwung dann auch beendet ist, weil wir wissen, wie es meistens ist. Meistens ist es so, dass zum Schluss eben halt so ein Spike kommt, ja. Also das ist einmal da oben dann halt oder oft andersrum dann halt. Ansonsten, wenn es in die andere Richtung ist, auf der Unterseite gibt es einmal dann halt einen Knall, einen kleinen, eine lange Kerze und dann ist die Geschichte, der Spuk vorbei, ne? Und vorher halt nicht. Und wenn das halt so langsam irgendwie darauf drückt, dann ist das nicht einfach noch nicht vorbei. Und deswegen, wie gesagt, selbst wenn es jetzt nicht macht, auch wenn es jetzt gerade wieder so aussieht, dann wird es irgendwie halt dann in 1, 2 Stunden sein. So, jetzt haben wir 10 Uhr, stehen einfach hier nur oben rum. Das wäre jetzt so genau die Stelle, wo es höchstwahrscheinlich nicht wirklich weitergeht. Zum Anfang der Stunde, vielleicht noch ein paar Punkte höher. Das war es dann. Aber viel mehr wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich so ein typisches Verhalten irgendwie nach am Ende der Stunde, zumindest mal am DAX, jetzt eben hier nicht einfach so weiter zu laufen. Ne? So, das heißt aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier einen Trade irgendwie mit 54, 56 Punkten. So, der Stop gehört jetzt eigentlich hierher auch immer noch nicht weiter, ne? Weil das halt einfach nur das letzte korrektive Tief ist. Und das heißt dann auch, wenn man dann hier mal kurz reinguckt, dass halt insgesamt die Geschichte eben dann auch jetzt im Plus liegt, ne? Das hier war der erste kleine und da halt eben. Und also ne, das war der Anfangstrade, der halt irgendwie dann doof gelaufen ist. Aber dann halt hier mit dem Long jetzt an der Stelle, der liegt schon doppelt so weit vorne, als der andere eben hinten gelegen hat. Ne? Das sieht man ja auch gerade. Und von daher ist das alles soweit okay. Also auch wenn es jetzt ein bisschen gedauert hat, aber manchmal braucht es dann halt eben Geduld. Und es ist ja aufgegangen. Ne? Also. Gut, könnte man jetzt hier sagen, gut, drücke ich auf den Knopf. Ich lasse es aber mal, weil ich würde halt tatsächlich immer noch versuchen, da oben den zu erwischen, da die Nummer dann eben auch zu drehen. Deswegen hier mal Reverse an. Also halt, das wäre aber dann halt, wir hatten ja das Thema Drehung eben hier im Plus und nicht im Minus. Und den würde ich halt genauso gut, genauso nach oben dann halt wieder ausbauen. Und mal gucken, ob dann die ganze Geschichte nicht von da oben dann auch wieder runterkommt und wir dann halt auch mal richtig fallen. Gut, nichtsdestotrotz, auch wenn ich der Meinung bin, das Ding kann fallen, wie man sieht, trotzdem kann man auch long gehen und dann halt die Tendenz erstmal mitnehmen und immer noch am Ende recht behalten. Und aber viel wichtiger ist ja natürlich, dass man hier dann auch positiv rausgeht.
So, kurze Rede, langer Sinn. Beim DAX bedanke ich mich heute mal nicht wirklich, weil das hat alles viel zu lange gedauert und keine Wohler, auch wenn die ganze Geschichte jetzt hier immer noch schön positiv geendet ist mit zwei Trades, einer daneben, einer vorne. Und zwar doppelt so weit vorne wie der andere daneben. Bin ich soweit zufrieden, ja, aber halt, es ist natürlich, wie gesagt, für die Wohler kann ich nichts. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ich habe euch nicht allzu sehr zugequatscht. Aber wenn ich dann hier sitze und nichts sage und still bin, ist natürlich auch schwierig, ne? Kann man auch machen. Aber ich glaube, das findet ihr dann wahrscheinlich auch irgendwie nicht so gut. Man kann mich ja einfach zwischendurch mal auf stumm schalten und dann halt irgendwie zwischendurch mal gucken, ob irgendwas Neues passiert ist, weil sobald was passiert, sage ich ja dann auch, also sage ich ja dann auch was Brauchbareres dann eben dazu. Also hat Spaß gemacht. Nichtsdestotrotz freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr konntet trotzdem auch irgendwas mitnehmen, sei es jetzt Punkte oder Erkenntnis oder wie auch immer. Und sage an der Stelle, passt auf euch auf. Macht was aus dem schönen Wetter, nicht nur drin sitzen und, ne, weil man klebt einfach am Stuhl und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Der Florian hat trotzdem das letzte Wort, womit ich dann hier auch an ihn sehr, sehr gerne übergebe. Ich danke dir, Dirk. Vielen Dank fürs Webinar. Vielen Dank an die Teilnehmer, dass sie bis zum Ende doch dabei gewesen sind. Den Dirk zwischendurch mal stumm schalten, mache ich natürlich nicht. Ne? Von Darf man, daher, darf man. Ist völlig okay. alles gut. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Genießen Sie das Wetter. Ja, gehen Sie raus. Es ist schönes Wetter draußen. Von daher. Gesund bleiben, auf die Positionen aufpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.